Hallo und herzlich willkommen zu Nerds. Und hier sind auch schon die Top-Themen des vergangenen Wochenendes. Beginnen wir mit etwas Heiterndem. Am vergangenen Wochenende wurde der schon längst in Vergessenheit geratene Zauberer... Wie heißt der nochmal? Am vergangenen Wochenende wurde der schon längst in Vergessenheit geratene Zauberer Lord Voldemort mit Hilfe von Harry Potter festgenommen. Da ist noch mein Zauberstab. Jetzt da. Da ich gefangen worden bin, kannst du ihn haben. Aber da geht aber ja, da hätten wir wieder einen frei rumlaufenden Killer weniger. Jedenfalls ist Harry Potter jetzt total depri, weil er einem Menschen so etwas Schlimmes angetan hat. Egal, kommen wir zum nächsten Thema. Zaubereiminister Cornelius Fudge will das Gefängnis Azkaban umverlegen in eine nie endende Wildnis. Warum nicht? Warum ich dafür bin, ist dann einfach, dass es den Gefangenen im Winter noch kälter geht. Und keine Sorge, die Dementoren gibt es dann natürlich immer noch. Aber nur, dass es noch mehr dann sind. Und so geht es den Gefangenen noch schlechter. Tja, so sieht das jetzt aus. Also ich glaube, ich verzichte ab jetzt auf jede Straftat. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Mir geht's so. Thema 3 ist, dass Albus Dumbledore jetzt nach einigen Jahren doch auf das Ministeramt zustrebt. Hier zu seinen Worten. Ja, also früher habe ich immer gesagt, das ist nichts für mich. Aber jetzt geht mir das doch ein bisschen so auf den Sack. Dass die Leute mich immer so dissen und so. Ich will Minister werden. Ich will Minister werden. Tja, heute war es mal nicht so viel Info, aber ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen besser informiert, meine jungen Padawane. Falscher Film? Egal, tschüss! So, das war's auch schon wieder mit einem etwas anderen Harry Potter Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einen grünen Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen roten Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas öfters machen soll oder nicht. Ja, dann geht es hier zu meinem letzten Video und hier zu meinem letzten Harry Potter Real Life Video. Tschüss!